Die Basketballer der Dresden Titans zeigten ihren Fans einmal mehr, wozu sie imstande sein können und wie aufregend und spannend dieser Sport sein kann. Drei Viertel verschliefen die heimischen Ballzauberer die Begegnung gegen den Tabellendritten aus Braunschweig. Die sahen nun eigentlich wieder sichere Sieger aus, doch dann besannen sich die Gastgeber auf ihre Stärken und konnten so ein verloren geglaubtes Spiel noch drehen. Am Ende stand für die Dresdner ein knapper 75-73 Sieg gegen die Niedersachsen zu Buche. Damit, und das ist besonders erfreulich, sind die Elbriesen das vierte Mal in Folge ungeschlagen. Wir haben die erste Halbzeit, mussten wir erstmal damit klarkommen, dass der Gegner, dass die Gegenspieler ziemlich jung und damit auch schnell und wirbelig sind und uns damit ganz schön aus dem Konzept gebracht haben. Wir waren immer noch völlig unausgeschlafen und mussten uns erstmal an diese Schnelligkeit, glaube ich, gewöhnen. Die haben halt Full Court gepresst die ganze Zeit. Wir haben uns zwar darauf vorbereitet, wir haben trainiert in dieser Hinsicht. Trotzdem hat das nicht so geklappt, wie wir uns das vorgenommen haben. Das haben wir aber zum Glück, oder das hat unser Coach zum Glück erkannt und uns da einen Nachschritt gegeben. Und dann kamen wir halt einfach mit einem klaren Kopf aus der Kabine, hoffe ich doch, ja. Aber nun zum Angesprochenen. Zunächst begannen die Dresdner vor rund 1200 Zuschauern mit wenig Elan. Schon nach kurzer Zeit übernahmen die Gäste die Kontrolle über das Spiel. Viele Fehlwürfe und wenig Rebounds, so das Spiel der Gastgeber im ersten Viertel. Dadurch ist es kein Wunder, dass der erste Abschnitt mit 29-13 so deutlich an die Gäste ging. Nach diesen verschlafenen Beginnen fanden die Titans deutlich besser ins Spiel, doch blieb die Aufholjagd sehr anstrengend. Es fehlte immer noch die letzte Power, es fehlte das letzte Engagement vorne wie hinten. Bei den Würfen fehlte die letzte Präzision gegen die technisch ausgereiften Gästespieler. Und so war es nicht besonders verwunderlich, dass in der Margon Arena beim Stande von 33-44 die Seiten gewechselt wurden. Die erste Halbzeit war eine absolute Katastrophe. Da hat uns jeglicher Einsatz gefehlt und auch die Abstimmung. Das war ganz weit weg von dem, was wir machen wollten. Und in der zweiten Hälfte war das auch kein schöner Basketball. Heute nur Kampf. Und das hat mit ein bisschen Glück heute gereicht. Wer nun auf der Tribüne auf ein eindeutig besseres Spiel des eigenen Teams hoffte, musste sich zunächst noch gedulden. Die nach eigenen Angaben heftige Halbzeitansprache des Trainers zeigte nur kurz Wirkung, denn die Reservemannschaft, der Braunschweiger BBL-Korbjäger, bestach weiterhin mit einem schnellen und konzentrierten Basketball, gegen das die Dresdner immer einen Schritt zu spät reagierten. Trotz dieser eher mauen Vorstellungen konnten sich die Gastgeber auf ihre Zuschauer verlassen. Beinahe frenetisch feuerten sie ihre Mannschaft an, als wollten sie sie geradezu zum fast nicht mehr denkbaren Sieg tragen. Vor dem letzten Viertel hatten die Gastgeber immerhin noch 12 Punkte Rückstand. Doch was jetzt folgte, werden die Dresdner Fans wohl so schnell nicht vergessen. Plötzlich kämpften die Titans. Ich bin wie so ein kleiner Energizer. Und vor allen Dingen, in der Defense, was mich ausmacht. Ich bin hart, ich lasse nicht gerne irgendwas zu. Ich gehe dem Gegner richtig gerne auf den Sack, wie man so schön sagt. Und ja, wenn man dem Punktemacher, also dem Spielmacher, auf den Nerv geht und er das Spiel nicht ruhig aufbringen kann, ist natürlich schon was Kleines weggenommen worden. Ne? Nun begann eine ungeahnte Aufholjagd der Titanen. Die junge Mannschaft der Baskets aus Braunschweig gab plötzlich das bisher so erfolgreiche Spiel nahezu auf und damit auch die ganze Partie aus der Hand. Sie zeigten sich beeindruckt von der Atmosphäre in der Halle, die zeitweise an die Playoffs der letzten Saison denken ließ. Getragen von den Anfeuerungen drehten die Titans hingegen von Minute zu Minute immer mehr auf. Zwischenzeitlich legten die Elbriesen einen 15-Punkte-Run hin und konnten kurz vor Ende der Partie dann endlich in Führung gehen und am Ende mit 75-73 gewinnen. Mit diesem Sieg ist die Zufriedenheit bei den Titans deutlich gewachsen. Also es geht darum, dass es eine Latte ist, die wir uns selbst gelegt haben. Nachdem wir wirklich einen sehr verpatzten Start hingelegt haben, haben wir uns die Latte damit selber sehr hoch gelegt, jetzt gewinnen zu müssen. Und im Endeffekt haben wir jetzt eine ausgeglichene Bilanz von gleicher Anzahl Siegen und Niederlagen. Damit sind wir eigentlich jetzt erst im Soll und finden uns auch da wieder, wo wir hinwollen, in den Playoff-Plätzen. Und jetzt wird die Kunst sein, in den nächsten 6 Wochen die letzten Spiele oder das letzte Drittel der Saison so zu gestalten, dass wir uns dort auch am Ende der Saison wiederfinden. Und wenn wir so spielen wie heute, dann ist natürlich da ganz gut was möglich. Durch diesen Erfolg sind die Sachsen in der Tabelle auf den 6. Platz hochgerutscht. In der kommenden Woche geht es zum Spitzenreiter nach Rostock, ehe die Titans dann den zweitplatzierten VfL Bochum zum Tanz in die Margon Arena bitten. In diesen beiden Partien wird sich zeigen, wie stabil das aktuelle Team ist, denn auf Verstärkungen können sie nach Ablauf der Wechselfrist nicht mehr hoffen.